Die haben mich jetzt ganz schön weggeballert. Ich will mal kurz gucken. Okay, bei den kleinen Schiffen mache ich schon deutlich mehr Schaden, bei den großen bloß nicht. So, Raketen werden nachgeladen. Sehr schön. Nein, will ich nicht. Da will ich drauf schießen. So. Die haben jetzt ganz schön viel aber an Munition weggeballert. So. Great Phantom. Okay, kann man sagen, wieso die jetzt alle so schnell kaputt gehen gerade? Also die gehen ja wirklich ratzfatz kaputt hier gerade. Das bin ich gar nicht gewohnt. Oder bin ich jetzt durch das Kampfgebiet einfach so gewohnt, dass ich die Schiffe nicht kaputt kriege? Weil das war jetzt wirklich ein Klack, 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 Klack. Es ging ja wirklich relativ fix jetzt hier. Das wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie komisch. So, Federal Agent, okay. Ian Vango Smith. Mensch, einer Smith heißt er bestimmt feindlich. Ha, wusste ich doch. So. Na, komm her. So. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich mache mehr Schaden als sonst. Kann das sein? So, komm her. Ist der schon mal kaputt? Also irgendwas ist komisch. Ich mache sack viel Schaden gerade. Oder ist wirklich sehr ungewohnt, weil wir vorher im Kampfgebiet waren und ich da nichts gebacken gekriegt habe. So, komm her. Puff. So. So, Federal Gunship. Also es macht schon ein bisschen Damage, aber es ist nicht so viel. Andrew Falcone. Schön, nämlich ein Gotham. Ich höre wenigstens die Anna hier, die ist fein. Nur Frage, geht das? Das ist ganz cool, weil die Raketen trotz Dingens treffen. So. Also ein bisschen Schaden machen die Raketen schon, aber ich glaube, es ist... Es bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel. Ich habe jetzt 3% gemacht. Also nee, die Raketen sind sinnfrei. Dafür, dass man bloß ein paar Schuss hat, das lohnt sich nicht. In keinster Weise. Wenn man es vielleicht upgraden tut, ja, aber... Ja, weiß ich nicht. Dafür wirst du bezahlen, du Mörder! Na klar.
So. Haben wir den? Was ist denn hier los? Ich komme gerade bevor wir Babylon 5, die White Star Flotte. Mit den kleinen Eagles hier. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Gut, gleich nicht mehr. I'm hit. Das ist schön für dich. So, komm her. Dankeschön. So. Okay, also das mit den Raketen, das lassen wir. My hull is critical. Repeat, hull is critical. Okay. Fighter is down, Commander. Na gut. Dann bauen wir das nächste Ding ins hier. Wo sind sie denn? Ach, da. Na, komm her. So. Fupp. I'm taking damage, Commander. Performing evasive maneuvers. We've lost the fighter, Commander. Das ist ja schön. Jetzt richtig drauf, die Kira momentan. Läuft richtig gut bei ihr. So. Rückwärtsgang reinhauen. Na, komm her. Das sind die Stechmücken, sind das hier gerade, die kleinen Viecher. So. Na komm, und schau. So, weg ist er. Unmöglich! Nichts ist unmöglich. Toyota. So. Die kostet mir ganz schön viele Fighter gerade. Das ist nicht so gut. So. So. Christopher Chalk. Tödlich. Jota Persei Crimson Partnership. Gleich nicht mehr. So. Aua. Na komm. Stirb! So, ich weiß, es ist schon kaputt. Ich balle mir gerne noch ein bisschen extra drauf. Dass es auch sicher ist, dass die kaputt sind. Neuling. Sehr süß. Gesucht. Und kaputt. Bleib mir vom Leib abschaum. Okay. Ich lasse dich in Ruhe. So. Federal Assault Ship. Ah, komm her. Gesucht. Sehr schön. Feuer frei. Mein Schild ist gleich unten. Oh, ich habe noch eine. Ich habe noch eine schöne Batterie. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich nur eine Schildzelle habe. Das war jetzt, glaube ich, die letzte, aber. Ach komm. So, mach das mal, Kira. Dankeschön. So. Das läuft doch gar nicht mal schlecht. Das dachte ich echt, er lebt noch. Quintus Uriskinus.
So, und erinnere mich jetzt an Day of Billions, an den guten Quintus Crane. Ach, ja, hier geht's richtig ab, muss ich sagen. Also da... Nee, ich habe keine Schildzahnbänke mehr. Sehr gut. Quintus Ursicinus. Dann machen wir dich mal platt, hätte ich gesagt. Komm her. So, Raketen haben wir keine mehr. So, machen wir es halt so. Wenn du mit einem blöden Dübel davon da kommst. Wie? Wen habe ich denn angegriffen? Oh oh. Dankeschön. So. So, weg hier. Ich habe irgendjemand aus Versehen, glaube ich, angegriffen. Hitze auf kritischem Level. Sehr gut. Ja. Gut. Das ist immer wieder toll. So. So. Ist nur ein Sprung. Wir müssen zu Schmidt Orbiter. Weil wir müssen zu Interstellar Factors, wir müssen die Strafe bezahlen. Das ist immer das Hauptproblem tatsächlich. Weil... wie sage ich das am dümmsten? Das Problem ist, dass... wenn ich die Zielerfassung wegmache und dann manuell schieße auf die Gegner, dann kann es ja durchaus schon mal sein, dass ich dann außersehen, wenn ich dann wieder das Ziel dran mache, was gerade passiert ist, dass ich jemand anderes anvisiere. Und das ist dann blöd. So. Lustigerweise ist irgendwas mit dem Schiff passiert, weil es ist unfassbar träge. Irgendwas hat er mir zerstört. Irgendwas hat er mir zerstört. Shieldbooster? Ja, ja, ja. Achso, Schmidt Orbit ist 10.000 entfernt. Okay. Also irgendwas hat er mir jetzt zerschossen intern, weil das Schiff sich auch... Wobei, jetzt geht's eigentlich wieder. Also irgendwas ist komisch. Irgendwas hat's, glaube ich, zerlegt. Naja. Schauen wir mal. Sehr interessant. Da habe ich doch mal wieder eine ordentlich auf den Deckel gekriegt. Immer wieder spaßig. Also gut, Missiles lassen wir weg. Also die baue ich wieder aus. Das lohnt sich nicht. Also man hat ja gesehen, ich feuer die Raketen ab. Die machen relativ wenig Damage. Das heißt, das ist kompletter Blödsinn, da auf, sag ich mal, Raketen zu gehen. Also das lohnt sich einfach nicht. Also da ist einfach der Kosten-Nutzen-Faktor. Du hast 12 Schuss. Klar, wir könnten das weiter upgraden, aber du musst warten, bis die Zielerfassung da ist und so weiter. Da würde ich lieber mal die Kanonen ausprobieren. Wobei ich halt, ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, da einfach dann große Kanonen zu nehmen. Da bin ich halt echt unschlüssig, weil ich finde tatsächlich,
uns fehlt auf jeden Fall. Ja, uns fehlt auf jeden Fall Damage. Aber da ist einfach, ja, keine Ahnung. Ich bin unschlüssig. Das Problem ist bei Kampfgebieten, glaube ich, auch, dass die ja nicht nur, sag ich mal, starke Hülle haben, sondern auch eine Panzerung eben. Aber da ist halt die Frage, ich... Vielleicht nehme ich, glaube ich, wirklich mal eine Kanone. Ich bin mir wirklich unschlüssig. Auf der einen Seite will ich viel Damage machen. Toll, danke. Wieso fängt mich jetzt hier jemand ab? Lass mich mal in Ruhe. Volle Energie. Auf Trägheitsdämpfer. Ach Gott. So, danke schön, dass du mich nicht abgefangen hast. Finde ich sehr gut. So, wo ist jetzt mein Ziel? Naja, okay. Wir sind wenigstens ein bisschen näher gekommen. Das hat schon mal was. So, Schmidt-Orbiter. Dann fliegen wir hier mal hin, zahlen unsere Strafen. Vielleicht haben die auch dann schöne Kanonen. Dann schmeißen wir die Raketen nämlich gleich weg. Ach ja. So, bei den Temperaturen ganz wichtig, ganz viel trinken. Dass man nicht dehydriert. Sollte zumindest ein bisschen helfen. La 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 la. Zum Glück sind die Schilde auch gleich wieder aufgeladen. Das hilft dann auch immer relativ gut. Wenn man rausgezogen wird und man hat zumindest ansatzweise ein paar Schilde, dann wird man zumindest... Das Schlimmste ist, glaube ich, was da passieren kann, ist, du fließt aus dem Kampfgebiet oder fließt aus so einem Abbaugebiet, hast keine Schilde mehr, bist eh schon geschwächt und dann kommt eine und zieht dich aus dem Frameshift raus. Ich glaube, das ist nicht so geil, weil dann hast du nämlich gar keine Möglichkeit mehr, dich, effektiv zu verteidigen, sag ich mal. So. Da ist der Eingang. Dann düsen wir da mal hin. So. Machen wir doch mal. So. Request approved. Cleared to land on pad 2-4. Dankeschön, Dankeschön. Jawohl, dann landen wir einmal automatisch. Okay, hier bin ich nicht gesucht, das ist mir wurscht. So. Dam, dam, dam. Schmidt-Orbiter. So. Was do it for Earth? Ja. Remlock. So. Danke, Autopilot, dass du die Station rammst. Das Lustige ist aber, sehe ich gerade, die Multicannon macht Damage pro Sekunde aber mehr als die normale Cannon. Ich habe jetzt gerade mal parallel nämlich nochmal so eine Kinetic Weapon Statistik aufgemacht. Und das ist schon interessant. So. Zack. Also wir haben jetzt ungefähr 300.000 ausgegeben für die Reparatur alles, glaube ich, war das. Nee, das will ich gar nicht. Ich will Constructor.
der Obrigkeit, Strafen, Rechtseinrichtungen. So, Föderation bestätigen. So. Kampfbelohnungen. Cool, die haben ja auch noch die Kampfbelohnungen. Such- und Rettungskontakt, Rechtsberatung. Aber wir haben 1 Million eingenommen für die... Nein! Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es nicht annehmen. Ich wollte eigentlich weg, aber... Ja, okay. Haben wir ein Viertel weniger gekriegt. Das war doof. Ich wollte das gar nicht annehmen. Ich wollte auf Abbrechen gehen. Da hat aber nicht gedrückt. So, Rufveränderung. Zu befreundet. Yay. Independent of Parun Fraktion auf akzeptiert. Schön. Ärgere mich jetzt aber trotzdem, weil ich mich verklickt habe. Das passiert, wenn man zu schnell hin und her klickt. So. Tam, tadam, tadam, tam, tam. Ich bin noch unschlüssig bei den Waffen. So, Aufhängungen. Also, die Suchraketen gehen und fliegen auf jeden Fall raus. So, Kanonen. Mehrfachgeschütze. Schienenkanonen. Kinetisch, thermisch. Schienenkanone. Schnellfeuerwaffe auf einem starren Gestell. Energieverteilung geht natürlich hoch. Das heißt, die Schienenkanone braucht noch mal mehr. Austauschen. Okay, wie viel Munition kriegen wir da rein? Weil vielleicht können wir einfach dann vielleicht zumindest einen Teil manuell machen. Erweiterte Wartung. Schienenkanone 81 von 81. Das ist irgendwie auch nicht so prickelnd. So, zum Beispiel eine Schienenkanone. Turm. Eine auf einem Geschützturm montierte Großkaliberwaffe mit automatischer Signaturverfolgung. Gibt's nur die oder wie? Oder so, Schusstempo geht drauf, Schaden pro Sekunde geht runter. Hallo! So, da sprechen wir doch meine Sprache hier. Mehrfachgeschütze. So. Eine kleinkalibrige, auf einem Geschützturm montierte Schnellfeuerwaffe mit unterstützter Signaturverfolgung. Auf einem kardanisch aufgängigen Gestell montierte Schnellfeuerwaffe mit unterstützter Signaturdingens. Okay, das Lustige ist, pass mal auf. Feuerreichweite geht hoch, Schusstempo geht hoch, Schaden pro Sekunde geht hoch. Feuerrate. Auch. Ich nehme es mehrfach geschützt. Sorry, aber. Das ist einfach das Beste. Das Mehrfachgeschütz. Jetzt schauen wir Schienenkanone. Wie ist da der Unterschied? Mehrfachgeschütz. Okay, da geht's jetzt runter. Größe Munitionsclip. Feuerrate, die geht hoch. Schaden pro Sekunde geht aber ein bisschen runter. Energiebedarf geht, würde runtergehen. Reichweite würde hochgehen. Energieverteilung.
Ich glaube ganz ehrlich, das bringt alles gar nichts. Hier machen wir 37 Schaden pro Sekunde mit der Schienenkanone. Ach, wisst ihr was? Hallo? Achso, passt auf. Mal folgendes. Shop durchsuchen, Schienenkanone. Wir probieren es einfach mit der Schienenkanone. So, das heißt aber tatsächlich, die Temperatur geht nach oben. Das heißt, wir müssen auf die Temperatur achten, wenn wir das Ding benutzen. Können wir aber eh nicht dauerhaft machen. Weil wir ja eh... Wir müssen ja eh da damit genauer zielen. Also ist ja nicht so, dass das permanent, dass das automatisch geht, sondern das müssen wir manuell machen. So, das kriegen wir. Haben wir hier ein Abbaugebiet? Nein, haben wir natürlich nicht, ist klar. Mhm. Okay, dann passt auf. Navigation. Jota per se. Klack. Und Start. So, probieren wir es einfach mal damit. Das heißt... Wir nutzen jetzt mal die Schienenkanone und schauen, ob es damit besser geht. Dann machen wir auch hier Feuergruppen. Wir haben hier alles auf 1 und die Schienenkanone auf 2. Das heißt, die müssen wir manuell abzielen, weil damit müssen wir jetzt genau auf die Gegner auch draufballern. Wie auch immer das genau jetzt funktioniert, keine Ahnung, aber wir werden es rausfinden. So. Der Schaden an sich war eigentlich nicht schlecht. Er ist deutlich besser als der, den wir praktisch mit den Mehrfachgeschützen haben, den einfachen. Vielleicht bringt es ja was. Es kann auch sein, dass die Temperatur mega nach oben geht. Und wir einfach die ganze Zeit überhitzen. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es rausfinden. Ist jetzt ein bisschen, ja... Ich sag mal, ein Test grundlegend für verschiedene Waffen. Aber ich finde auch ein durchaus wichtiger Test, um herauszufinden, womit man eigentlich, ja, ich sag mal, arbeiten möchte. Ich glaube, das Entspannteste sind wirklich die Mehrfachgeschütze, also diese normalen, die wir die ganze Zeit hatten. Bloß müssten wir die halt deutlich weiter upgraden, glaube ich. Und da ist die Frage, ich glaube, man kann die auch Richtung Schaden deutlich nach oben pushen. Sie brauchen dann zwar mehr Energie, aber ich habe, glaube ich, das gemacht, dass die weniger Energie brauchen, aber trotzdem ein bisschen Schaden mehr oben drauf ballern. Wie gesagt, ich bin mir so ein bisschen unschlüssig, was da am sinnvollsten jetzt ist. Und drum auch dieses, wir probieren einfach mal ein bisschen rum und gucken mal, wie schnell wir Gegner jetzt platt kriegen. Und vor allem, wie sich die Waffen spielen. Weil wenn ich, sag ich mal, dauerhaft Schaden machen kann und dann einfach, wenn mir das Ziel richtig in der... Die meisten Ziele sind eh immer in meiner Flugbahn drin. Dann kann man, glaube ich, auch damit ein bisschen spielen. Was dann, wenn die Schiffe eh meistens in meiner Flugbahn sind oder relativ nahe bei mir sind, dann kann ich einfach genau dann schießen... Wenn es eben notwendig wird dann. Beziehungsweise, wenn sie halt genau mit dem Dingens sind, draufballen und fertig. Wobei ich vermute, es ist nicht so entspannt wie bei den Raketen, sondern ich werde vermutlich auch das Ziel so ein bisschen triangulieren müssen. Also wo fliegt es praktisch hin und so ein Stück weit davor schießen müssen dann immer, damit ich es treffe. Also das könnte spannend werden. Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Gerade auch so in der, kennt man ja, so in der Hitze des Gefechts. Wofür es geil ist, wenn du so diese großen Superschiffe, wenn du darauf diese Wärmeleitplatten kaputt schießt, da hast du, glaube ich, einen riesigen Vorteil, weil die Dinge bewegen sich nicht. Die sind ja statisch. Also da kannst du einfach fupp drauf und gut ist. Und bei dem anderen, bei den Schiffen, muss man halt dann eben... Ja, muss man eben gucken, dass es dann, dass man es genau im Ziel dann hat. Aber wir probieren es mal aus. Also ich bin echt gespannt. Weil wie gesagt, irgendwas müssen wir machen und ja, dann schauen wir mal, dass wir es damit vielleicht
ganz gut hinkriegen. Na, 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 na. Es wäre zumindest schön, wenn es so sauber funktionieren würde alles.